Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video bei Frühstück in der Parfümerie. Schön, dass du wieder bei mir vorbeischaust und an dieser Stelle danke, 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 danke für deinen Support. Ich freue mich total, dass wir jetzt schon die 1000 Abonnenten erreicht haben. Also schon, ich glaube, andere haben es wahrscheinlich in viel, viel kürzerer Zeit geschafft. Aber ist ja auch egal. Und ich finde, 1000 Leute sind, wenn man sich das so vorstellt, schon auch wirklich viele Leute. Und ich freue mich total darüber. Und ich bin zwar nicht so super rich oder keine großartigen Sponsoren, aber ich möchte trotzdem heute noch zur Feier des Tages sozusagen ein kleines Gewinnspiel machen. Und mehr Infos dazu gibt es am Ende. Also auf jeden Fall dranbleiben. Und in dem heutigen Video möchte ich nämlich ein Unboxing machen. Ich habe hier nämlich so ein tolles Paket von Oriental Style von Berlin bekommen. Also vielen lieben Dank, Oriental Style, dass ihr mir das geschickt habt. Ich habe nämlich eigentlich nur einen Duft bestellt und meinte, ob sie vielleicht noch Proben haben von anderen Düften. Dann kann ich das mal ausprobieren. Und hätte gar nicht damit gerechnet, dass ich so ein tolles, großes, riesiges Paket bekomme. Und möchte mit euch ein Unboxing dazu machen. Also Oriental Style ist ein Shop aus Berlin. Die haben auch eine Online-Seite. Darüber habe ich auch bestellt. Die haben unter anderem auch Parfums. Und bei den Parfums ganz viele arabische Öle, Parfums, was auch immer, auch Marken, die ich noch nie gehört habe. Aber wie ich gemerkt habe, scheinbar eben auch Dupes. Also das war mir gar nicht so klar, als ich halt mein Schokomask, danke nochmal Dust in Gold für die Empfehlung, da bestellt habe, dass sie auch Dupes haben. Aber als der nette Inhaber mir dann Bescheid gesagt hat, dass er mir halt dieses Paket gemacht hat, hat er mir gesagt, welche Dupes er mir geschickt hat. Und deswegen dachte ich mir, perfekt, dann kann ich darüber ein Video machen. Ich will jetzt hier kein Kanal für Dupes werden, aber ich bin sehr gespannt, was sich hinter den Parfums von Oriental Style verbirgt und kann ja schon mal anteasern, um welche Düfte es sich heute drehen wird. Also ich habe einmal ein Dupe von Erbapura, Baccarat Rouge, Tiziana Terenzi Kirke, Tom Ford Vanilla Fatale, Initio Oud for Greatness, Ombre Leather von Tom Ford und Lost Cherry. Und ja, die werde ich jetzt mal hier alle unboxen mit euch zusammen, also First Impression praktisch machen. Deswegen kann ich heute auch noch nicht zur Haltbarkeit und so weiter sagen. Aber ich dachte mir, das ist mal ganz cool. Und am Ende sage ich euch dann noch, wie ich den Schokomask fand. Das ist tatsächlich der einzige Duft, den ich auch schon ein bisschen benutzt habe. Und dann gibt es auch schon die Infos zum Gewinnspiel. Also ganz, ganz viel Spaß dir. Starten wir mit Anna Abiyed. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Von Latafa Parfums. Und bei diesem Duft handelt es sich um Erbapura. Also der Website hätte ich das jetzt auch gar nicht entnehmen können, dass es jetzt sich dabei um Erbapura handelt. Und das ist das Flakon. Ich zeige es mal. Also auf den ersten Blick muss ich sagen, ist jetzt vom Flakon her nicht so wirklich meins, gerade auch mit diesem Glitzer und so. Aber es kommt ja auf den Inhalt an. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es riecht. Ich sprühe es mal eben auf und kann dann noch ein bisschen was zum Preis und so sagen, aber damit wir mal schauen, wie sich der entwickelt. Okay, also erster Eindruck ist auf jeden Fall, muss ich jetzt schon mal vorwegnehmen, bevor ich den Preis sage, voll Erbapura. Aber der Erbapura, den liebe ich. Und es ist ein Duft, für den ich immer so viele Komplimente bekomme. Und ich muss sagen, im ersten Moment ist der wirklich 1:1 Erbapura. Ich habe den nicht da als Vergleich. Das ist nochmal ein bisschen was anderes, wenn man es dann wirklich genau im Vergleich, genau zur gleichen Zeit auch vergleicht. Das habe ich ja bei den anderen Videos auch oft gemerkt, so, dass ich dachte, so auf den ersten Moment, ja, ist genau der. Aber ich glaube, genau darauf kommt es an. Weil ich nämlich jetzt, den habe ich nämlich in meinem letzten Urlaub auch recht häufig getragen, den Erbapura. Und weil ich jetzt ein bisschen Flashback habe, also von daher, der wirkt, der Duft. Und das ist auf jeden Fall ein toller Dupe von Erbapura. Der Anna Abiyed von Latafa Parfums. Ich kann die auch nochmal verlinken, weil ich finde es wirklich nicht so einfach, auf der Website sich da zurechtzufinden. Aber nochmal ganz kurz zum Preis. Also das hier sind 60 Milliliter und diese 60 Milliliter kosten 29,95 €. Finde ich auf jeden Fall ein guter Preis, wenn man das vergleicht mit 155 € für 50 ml von Erbapura. Was die Haltbarkeit angeht, kann ich jetzt halt schwer beurteilen. Aber vom Duft her sind die sich sehr, sehr ähnlich. Also ich würde, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, es ist der gleiche Duft. Aber dazu fehlt mir jetzt der konkrete Vergleich. Das Einzige, was ich jetzt so ein bisschen dachte,
ist, dass der vielleicht minimal wässriger oder leichter ist als Erba Pura. Aber vielleicht habe ich den auch nur noch wuchtiger in Erinnerung. Der wirkt nämlich auch ganz schön stark. Also es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie ein leichter Duft wäre, sondern der hat schon auch eine Masse. Ich muss das mal ausprobieren. Das kann ich eben jetzt nicht beurteilen, weil ich den zum ersten Mal gesprüht habe, wie das ist mit den Komplimenten und mit der Sillage. Dennoch als Vergleich zu den Duftnoten, da habe ich mich schon ein bisschen vorbereitet. Wir haben in der Kopfnote bei dem Anna Abiyed gelistet Orange und Bergamotte. Und bei Erba Pura haben wir Orange, Bergamotte und Zitrone gelistet. In der Herznote haben wir Vanille und die Birne. Und die Birne und die Vanille sind auf jeden Fall auch dominant in diesem ganzen Fruchtcocktail. Bei Erba Pura sind dann eben nur fruchtige Noten gelistet. Und in der Basisnote bei Anna Abiyed Moschus und Amber. Und bei Erba Pura Amber, Bourbon Vanille und weißer Moschus. Also eigentlich sehr ähnlich und ja, wie gesagt, vom Duft her würde ich sagen, auf den ersten Blick 1:1. Ich bin super gespannt, was die Haltbarkeit dieses Duftes angeht. Muss aber auch sagen, dadurch, dass es auch alles, wenn ich das richtig sehe, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten kommt, irgendwie assoziiere ich damit immer diese ganzen Öle und hohen Konzentrationen. Also das ist auch ein Eau de Parfum. Deswegen bin ich da eigentlich recht zuversichtlich, dass der auch gut hält, ohne es jetzt gut schon beurteilen zu können. So viel zu dem Dupe von Erba Pura. Weiter geht's mit diesem Duft, wo ich schon eine sehr starke Vermutung habe, um welchen Duft es sich handeln könnte. Wenn man hier das Gold und das Schwarz sieht. Und ich glaube fast, dies wird sehr wahrscheinlich Confidential Private Gold von Natafa. Das ist Kirke von Tiziana Terenzi. Ich wusste ja zum Glück schon, welche Düfte hier enthalten sind, auch wenn ich das halt so, ja gut, hier in diesem Fall schon, aber bei den anderen niemals hätte zuordnen können. Deswegen war ich heute auch schon in der Parfümerie und habe mir den Kirke aufgesprüht. Einfach nur nochmal, um den direkten Vergleich zu haben. Ich zeige jetzt trotzdem hier auch nochmal das Dupe Flakon. Finde ich wirklich auch schon deutlich schöner als zumindest das vorherige von Erba Pura, weil ich mag einfach Gold und Schwarz und das ist einfach auch sehr wie das Original. Ich sprühe auch den schon mal auf und kann da nochmal ein bisschen was zum Preis sagen gleich, auch während die sich auch entwickelt. Okay, auch hier muss ich jetzt schon vorweggreifen. Ja, das ist schon echt krass. Ich muss den jetzt auch nochmal mit dem anderen vergleichen hier. Das ist krass. Also das ist wirklich 1:1 Kirke, würde ich sagen. Krass. Aber schauen wir mal, wie der sich entwickelt. Das Witzige ist, dass ich halt nicht der größte Kirke-Fan bin. Und das liegt, glaube ich, an der Johannisbeere. Und diese Johannisbeere, die ist eben hier auch dran. Und deswegen habe ich direkt dieses gleiche Gefühl, wenn ich Kirke rieche. Und es gibt viele Düfte, die mag ich mit Johannisbeere, wo es vielleicht nicht so dominant ist oder ein bisschen weicher. Aber diese dunkle Johannisbeere, die mag ich einfach nicht so gerne. Und die hier riecht man hier auch gut raus, wie eben auch bei Kirke. Vom Preis her finde ich den aber auch super. Also das hier sind 100 Milliliter, auch made in den Vereinigten Arabischen Emiraten, kosten 39,95 €, während Kirke ja so 190 € für 100 Milliliter kostet. Also ich bin halt eigentlich ja kein Fan, jetzt einfach einen Dupe zu kaufen und dann den so zu nehmen. Ich finde, das ist was anderes, wenn man das kauft. Ich mag auch dieses Gefühl, so einen richtigen Duft zu kaufen, sage ich mal. Aber habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, wenn man dann so einen Duft noch im Auto hat oder wenn man unterwegs ist und es ist jetzt nicht schlimm, wenn der kaputt geht oder so, weil es eben nicht so kostenintensiv ist, dann finde ich das ganz cool. Oder zum Beispiel auch so ein Duft, den man die ganze Zeit im Büro liegen hat, wenn man morgens zu Hause den richtigen benutzt und dann kann man, bevor man aus dem Büro rausgeht, nochmal den Dupe nehmen sozusagen. Aber ja, wie gesagt, Johannisbeere habe ich schon mich drüber beschwert, dass ich die deutlich rieche, aber dann natürlich auch den Pfirsich, der ja bei Kirke auch sehr dominant ist. Dieser vollmundige, überreife, süßliche Pfirsich, den ich halt auch nur so bedingt irgendwie mag, so in diesem ganzen Zusammenspiel. Es ist kein Duft, den ich nicht mag, aber ja, darum geht es ja auch in dem Video nicht. Es geht ja darum, wie gut der Dupe ist und den finde ich wirklich sehr gelungen. Wie auch im Original kommen hier halt auch noch andere Früchte, ein bisschen Moschus dazu. Wirklich ein toller Dupe von Kirke. Ich würde fast sagen, dass der Dupe ein bisschen stärker und dunkler wirkt. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich die jetzt nicht im gleichen Moment aufgesprüht habe. Bei Latafa haben wir in der Kopfnote Birne, Passionsfrucht, Pfirsich, Himbeere, Johannisbeere und Sand. Bei Kirke sind eigentlich genau die gleichen Duftnoten gelistet. In beiden Herznoten ist Maiglöckchen gelistet. Und auch die Basisnote ist gleich mit Patchouli, Heliotrop, Sandelholz, Moschus und Vanille. So, das Paket wird langsam leerer und ich nehme jetzt mal hier den nächsten und zwar den hier, der Rouge von Latafa und schau nochmal nach, welcher das ist. Das hier müsste Baccarat Rouge sein und ich pack den mal aus. Also der heißt Anna Abiyed Rouge Latafa und bin sehr gespannt.
Sieht so ein bisschen ähnlich aus wie Erba Pura vom Flakon her. Daher auch wieder hier ist jetzt so vom Flakon Design nicht so meins. Kostentechnisch sind wir hier bei 29,95 für 100 Milliliter, während wir bei Baccarat Rouge, der ist ja wirklich teuer, 215 Euro für 70 Milliliter zahlen. Und ich sprühe mir den jetzt mal auf und ich bin ja wirklich froh, dass ich den Baccarat Rouge da habe. Dann habe ich wenigstens einen, den ich wirklich genau gleichzeitig vergleichen kann. First Impression ist auf jeden Fall Baccarat Rouge Vibes echt gut. Also wenn der jetzt auch noch gut hält, dann ist es ein echt guter Dupe. Aber ich vergleiche das mal und sprühe mal jetzt auch noch meinen Baccarat drauf. Ja, vom Flakon her ist der natürlich ein bisschen schöner, aber das ist ja egal. Ach, so schön. Ja, aber die nehmen sich vom Auftakt her nicht wirklich viel. Also sind sich sehr ähnlich. Ich habe jetzt mal hier Baccarat Rouge und hier habe ich den Ana Abiet. Also insgesamt finde ich den Baccarat Rouge, der ist noch ein bisschen zuckerwattiger und der ist auch zuckerwattig, aber noch so ein ganz, ganz bisschen süßlich-synthetischer. Aber da mir auch hier direkt die Baccarat Rouge Erinnerungen kommen, finde ich, ist das ein super Dupe. Aber auch der Ana Abiet hat auf jeden Fall einen vollmundigen, fruchtig-süßlichen, verführerischen Baccarat Rouge Auftakt. Und Baccarat Rouge ist ja noch so ganz, ganz leicht holzig, also nur wenn man es riechen will, aber ich finde, der hat noch so eine leichte Holznote. Ich muss sagen, die fehlt mir hier so ein bisschen im ersten Moment. Der ist halt eher so glattfruchtig, süßlich. Und der Baccarat, der hat noch so ein ganz bisschen diesen leicht holzigen Vibe. Aber so, wenn ich den alleine gerochen hätte, hätte ich gesagt 1:1. Und ja, okay, wenn ich es jetzt direkt vergleiche, dann riecht man ein bisschen Unterschiede. Aber trotzdem eine super Alternative. Von den Duftnoten her haben wir in der Kopfnote bei Ana Abiet Safran und Bittermandel. Safran haben wir auch bei Baccarat Rouge gelistet. In der Herznote sind Jasmin und Zeder. Auch Jasmin und Zedernholz sind bei Baccarat Rouge gelistet. Und in der Basisnote Ambergris, Moschus und Hölzer. Und bei Baccarat Rouge ist nur noch Ambra gelistet. Ja, die sind sich grundsätzlich schon recht ähnlich, aber ich persönlich tendiere dann doch eher zu Baccarat Rouge, muss ich ehrlich sagen. Jetzt so im direkten Vergleich, aber sehr, sehr ähnlich. Weiter geht's mit den enthaltenen Säckchen. Und diese Säckchen sind von Sultan Essence. Kenne ich auch nicht. Vanilla My Love. Guck mal, während ich euch das Flakon zeige. Vanilla My Love, das ist Tom Ford Vanilla Fatal. Und vom Flakon her, muss ich sagen, finde ich das eigentlich ganz schön. Also ja, es hat so ein bisschen ja, Chanel-Form, auch wenn der jetzt gar nicht aussieht wie Chanel. Das ist hier so ein bisschen Plastik, das finde ich jetzt nicht so schön. Aber grundsätzlich so von der Form finde ich das eigentlich ganz, ganz süß und bin mal gespannt, wie der Duft jetzt auch riecht. Zum Preis, der kostet für 30 Milliliter 9,95 €. Also ist wirklich ein unschlagbarer Preis, während ich den Vanilla Fatal heute für 198 für 50 Milliliter bei Net-a-Porter gesehen habe. Aber ich muss jetzt auch nochmal vorab sagen, Vanilla Fatal habe ich, glaube ich, ein, zwei Mal gerochen, aber nie wirklich aufgesprüht oder ich kann bei diesem Dupe am schlechtesten auf jeden Fall beurteilen, wie gut er tatsächlich ist, auch im Vergleich zum Original, weil das wirklich auch schon ein bisschen her ist. Und ich habe es jetzt heute nicht geschafft, nochmal diesen Duft rauszusuchen irgendwo, um das jetzt noch besser beurteilen zu können. Aber der ist im Auftakt sehr blumig, gourmandig, likörig, orangig. Ja, die Orange ist hier sehr stark im Auftakt. Also es ist ein heller Likör auf jeden Fall. Das ist jetzt kein dunkler Duft, aber sehr, sehr, sehr gehaltvoll. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich dieses Likörige mag. In dem Duft haben wir Vanille und Frangipani. Und Vanille ist auf jeden Fall sehr dominant, so wie auch die Frangipani. Und das ist so ein bisschen so eine Hassliebe bei mir. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das wirklich mag. Andererseits riecht das wirklich betörend. Auf der anderen Seite denke ich mir dann auch immer, ja, aber in Maßen. Also es ist nicht 100% mein Duft. Und ich kann jetzt, wie gesagt, auch nicht so gut beurteilen, ob das jetzt ein perfekter Dupe ist, wie ähnlich die sich jetzt sind. Aber ich wollte euch natürlich den Duft jetzt nicht vorenthalten. Aber ja, wenn du Vanilla Fatal magst und auf der Suche nach einem Dupe bist, ich glaube, diese 10 Euro, die der kostet, die schaden ja niemanden. Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Außerdem haben wir hier Kaffee gelistet und ja, der schwingt so ein bisschen im Hintergrund mit, aber eigentlich kaum. Diese Orange aus dem ersten Moment, die ist jetzt ein bisschen zurückgegangen. Und jetzt halt Vanille, Frangipani und vielleicht jetzt ein bisschen mehr kaffeemäßig und cremiger. Die Vanille, die wir hier haben,
Die ist eher so ein bisschen rauchig. Also das ist jetzt zum Beispiel kein, obwohl hier die Vanille sehr dominant ist, kein Vanilleduft, den ich in meine Top 10 Vanilledüfte-Liste reinpacken würde. Wo es wirklich sehr schwer ist, reinzukommen als Duft, weil ich so ein Vanille-Lover bin. Bei den Duftnoten sind wir hier auch genau exakt gleich. In der Kopfnote haben wir in beiden Düften Safran, Koriander, Myrrhe und Weihrauch. Und ich mag eigentlich diese Kombination aus Myrrhe und Orange sehr. Das ist in Vanitas ja auch so. Aber durch die Frangipani ist das eben nicht ganz so meins. In der Herznote haben wir dann geröstete Gerste, gerösteter Kaffee, Narzisse und die Frangipani, wie gesagt. Und in der Basisnote Madagaskar-Vanille, Wildleder und Mahagoni. Vom Leder rieche ich hier, um ehrlich zu sein, kaum was. Weiter geht's mit in dem nächsten Duft und ich bin schon gespannt, welcher das ist. Er heißt Golden Leather von Sultan Essency und dabei handelt es sich um den Dupe von Ombre Leather und ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie der Duft ist, denn ich bin ein großer Fan von Ombre Leather. Also ich finde den sehr, sehr heiß. Gefällt mir auf jeden Fall richtig, richtig gut und im ersten Moment auch 1:1 Ombre Leather. Richtig, richtig schön, sehr dunkel, animalisch, stark, mächtig, ledrig, teuer, also riecht teuer. Sehr, 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 sehr nice. Ganz leicht süßlich, fruchtig auch. Also wirklich super. Auch ein ganz bisschen Vibes von Tuscan Leather, aber die sind ja jetzt auch nicht so unterschiedlich. Aber ich habe auf jeden Fall hier den Ombre Leather Original drauf. Und ja, die sind sich sehr, sehr ähnlich. Ist jetzt natürlich auch ein anderer Status, weil ich den auch vorhin schon aufgesprüht habe. Aber ja, der ist wirklich 1:1 Ombre Leather, der Duft. Zumindest so, wie ich das jetzt beurteilen kann. Also da ich den Duft selber nicht wirklich trage, den Ombre Leather, das wäre eher so ein Duft, den würde ich meinem Freund schenken. Oder auch als Pärchenduft benutzen. Also ja, doch, ich könnte mir auch gut vorstellen, den zu benutzen. Der ist schon heiß, auch wenn eine Frau den trägt. So ein richtig starker Boss-Duft irgendwie und ist auf jeden Fall ein sehr gelungener Dupe und würde ich auch direkt im ersten Moment erkennen. Den Golden Leather als Dupe von Ombre Leather von Tom Ford. In der Kopfnote bei Sultan Essency haben wir Kardamom, während in der Kopfnote bei Tom Ford Kardamom, Jasmin und Safran gelistet sind. In der Herznote haben wir bei Sultan Essency dann aber auch noch Jasmin und Leder. Also das Jasmin wird da einfach ein bisschen später gelistet. Aber das riecht man hier auf jeden Fall auch gut und es schwingt schön mit dem Leder. Wirklich heiß. Und in der Basisnote bei Sultan Essency haben wir Amber und Patchouli. Sehr, 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 sehr schöner Duft. Also auch eine tolle Alternative. Ich bin bisher von den Düften her total begeistert. Haltbarkeit kann ich ja noch nicht so beurteilen. Der Preis hier ist auch wirklich unschlagbar. Also die 30 ml kosten 59 bei Sultan Essency. Die Düfte sind sich wirklich super ähnlich. Also von daher muss man da eben schauen. Aber ich weiß, also ich finde es eigentlich auch schon mal das Original zu kaufen. Aber falls man mal irgendwie eine Alternative braucht, dann wisst ihr jetzt auch, wo ihr auch hingehen könnt zwischen den ganzen anderen Duftzwillings-Brands. Aber ich fand es total cool, weil ich das überhaupt nicht erwartet hätte, dass eben bei Oriental Style so viele Dupes da sind. So, wir haben jetzt noch drei Düfte offen, inklusive des einen Duftes, den ich auch schon benutzt und probiert habe. Weiter geht's mit Vanya von auch Sultan Essency und Vanya ist Lost Cherry von Tom Ford. Meine Federn neigen sich leider dem Ende zu, deswegen habe ich jetzt nur noch so nicht so schöne Federn, aber ich bestelle jetzt mal neue. Dann habe ich wieder schönere Federn. Ja, vom Flakon her sieht er auch so aus wie die anderen Düfte auch von Sultan Essency. Es sprüht aber jetzt echt nicht so gut, also ist gerade ein bisschen was runtergetropft. Aber oh mein Gott, ja. Also der ist wirklich Lost Cherry pur. Der ist fast, naja, ja doch, also schon. Der ist auf jeden Fall Lost Cherry, hat man direkt im Kopf. Ich finde, Lost Cherry hat auch so einen hohen Wiedererkennungswert und das hat der Vanya auf jeden Fall auch. Beim Duft kosten 30 ml 10,90, also geht wirklich klar. Wenn man das mit den 290 Euro, die man für 50 ml bei Tom Ford zahlt, vergleicht. Ich persönlich bin jetzt nicht der größte Lost Cherry Fan. Also ich finde, der Duft ist schön, weil der hat einen tollen Wiedererkennungswert und ist wirklich auch so ein Duft, der ist einzigartig. Aber der ist sehr, sehr gut nachgeahmt hier. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, es ist 1:1 Lost Cherry, wenn mir den jemand so unter die Nase halten würde. Aber der hat einen sehr kirschigen, vollmündigen, likörigen Auftakt. Man riecht direkt hier auch die Bittermandel, die ja so ein bisschen Amaretto-mäßig riecht, auch bei Lost Cherry.
Und der hat auch trotzdem diese starke Kirsche, aber das ist nicht so eine, ja, Kirsche, die man am Baum abpflückt, sondern eben diese Cocktailkirsche in diesen roten Gläsern. So riecht Lost Cherry Tom Ford und so riecht auch der Vanilla von Sultan Essence. Da ich den direkten Vergleich nicht habe, wie gesagt, das ist immer noch ein bisschen was anderes, aber ich glaube, man riecht das gar nicht. Wenn ich jetzt jemanden fragen würde, was ich trage und der kennt Lost Cherry, der würde 100% sagen, ja, du trägst Lost Cherry. Deswegen bin ich da sehr begeistert, auch hier an der Stelle von dem gelungenen Dupe. In der Kopfnote sind sich die Duftnoten super ähnlich. Wir haben hier die Sauerkirsche, Likör und Bittermandel. Und der einzige Unterschied bei Tom Ford Lost Cherry ist, dass dort nicht gelistet ist Likör, sondern Kirschlikör und die schwarze Kirsche und nicht die Sauerkirsche. In der Herznote haben wir bei Sultan Essence Sauerkirsche, türkische Rose, Jasmin und Pflaumen. Und bei Lost Cherry ist es genauso, nur dass hier die Pflaumen fehlen. Und in der Basisnote haben wir Tonkabohne, WTW, Sandelholz, Peru-Balsam, Zeder, Benzoin, Zimt, Gewürznelken, Patchouli und Vanille. Und bei Tom Ford Lost Cherry ist die Listung einfach ein bisschen reduzierter. Hier haben wir Peru-Balsam, Tonkabohne, Sandelholz, WTW und Zeder. Aber vom Duft her, ja, ohne den direkten Vergleich zu haben, würde ich sagen, 1 zu 1. So, wir nähern uns dem Ende und es geht weiter mit dem nächsten Säckchen von Sultan Essence. Und zwar dem Duft Oud Unlimited und ich zeige euch das Flakon auch nochmal. Ich spicke kurz parallel. Ist der Initio Oud for Greatness. Preislich liegen wir hier bei 12,50 € für 30 ml. Sehr, sehr schön. Also finde ich, geht auf jeden Fall sehr in die Richtung von Initio Oud for Greatness. Preislich liegen wir bei Initio bei 270 € für 90 ml, also schon deutlich teurer. Das heißt, das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man den Duft vergleicht. Würde ich nämlich auch wieder sagen, es ist leider auch wieder ein Duft, den ich nicht da habe, wo ich jetzt keinen direkten Vergleich machen kann. Aber wieder erster Moment würde ich auf jeden Fall sagen, die Erkennbarkeit ist auf jeden Fall da. Vom Auftakt her ist der schön würzig, holzig. Warm aber irgendwie und hat so ein bisschen was Klassisches. Also der hat eher so einen Gentleman-Vibe, finde ich. Der hat ein schönes Oud, das ist aber jetzt nicht so ein ganz dominantes Oud, was einen direkt erschlägt. Also ich weiß nicht, wie das im weiteren Verlauf dann ist, aber so First Impression auf jeden Fall. Also holzig, warm, hell. Sehr, sehr schön, leicht würzig. Und am Anfang haben wir hier gleich eine süße, schöne, leichte Safrannote. Von der Intensität her finde ich den jetzt so vom ersten Aufsprühen gar nicht so stark, also gar nicht so erschlagend, sondern ja, einfach irgendwie angenehm. Also man riecht den schon deutlich, aber der erschlägt einen auf jeden Fall nicht. Aber ich kann es jetzt hier nicht ganz so gut beurteilen, weil ich den eigentlich auch vielleicht ein, zwei Mal irgendwie auf der Haut getragen habe, aber es ist jetzt nicht so ein Duft, den ich in- und auswendig kenne. Aber im ersten Moment würde ich auf jeden Fall sagen, dass es ein sehr guter Dupe von Initio Oud for Greatness ist. Von den Duftnoten sind wir hier auch gleich. In der Kopfnote haben wir Lavendel, Safran und Muskat. In der Herznote dann das Oud und in der Basisnote Moschus und Patchouli. Weiter geht's mit meinem persönlichen Highlight, dem Schokomask, den ich mir dort ja auch bestellt habe. Nochmal danke Dust and Gold für die Empfehlung. Bin total begeistert. Ich finde, vom Flakon her ist er nämlich jetzt gar nicht so besonders schön oder so. Aber hier auch auf der anderen Seite wieder so ein Duft, so ein bisschen so ein Geheimtipp, finde ich. Vielleicht bin ich auch einfach ja hinterm Mond und habe es jetzt erst mitbekommen, dass es diesen Duft gibt. Und das vermutet man halt gar nicht, wenn man den so im ersten Moment sieht. Aber preislich kostet er auf jeden Fall 14,50 € für 50 ml, was auf jeden Fall ein super fairer Preis ist. Wie man sieht, habe ich den auch schon fleißig getragen in den letzten 2 Wochen. Seit dieses Paket auch schon bei mir rumsteht. Sprüht übrigens auch richtig gut. Wunder, wunderschöner Schokoladenduft. Also direkt nach dem Aufsprühen ist der wirklich eher synthetisch und dann denkt man vielleicht eher so, wird der noch? Aber der wird richtig, richtig super im Verlauf. Der ist auf der Haut so ein richtig schöner milchschokoladiger Duft. Also das ist eine helle Milchschokolade mit Vanille, wirklich, wirklich schön. Der riecht einfach sehr lecker. Ich finde, der riecht auch nicht zu doll. Also der ist genau richtig, das ist so ein angenehmer Duft. Was heißt genau richtig? Ich mag es schon gerne, wenn die auch wirklich sehr intensiv sind und man den Raum betritt und 3 Räume weiter riecht man schon, dass ich da bin. Das ist er jetzt nicht. Mein Freund sagt auch immer so, oh, was trägst du? Und dann ist es halt der. Also das heißt immer, ich habe es jetzt seit den letzten 2 Wochen, aber ich finde den wirklich schön. Und bei dem habe ich auch gar
kein schlechtes Gefühl, wenn ich da viel sprühe, weil das ist für den Preis echt super. Und ich finde ihn einfach lecker. Man riecht so ein bisschen zum Anbeißen mit dem Duft. Also der ist hell, schokoladig und irgendwie auch so ein bisschen samtig, finde ich. Aber hat da noch so eine leichte Würze und hier ist auch Myrrhe drin. Und ich liebe ja die Kombination aus Myrrhe und Vanille. Und das haben wir hier nämlich wie bei Vanitas. Wunderschön. Also der ist jetzt nicht Vanitas, aber ich finde, der hat gerade auch so, wenn er im Drydown ist, ein bisschen Vanitas-Vibes mit ordentlich Schokolade dazu. Aber auch von der Sillage und Haltbarkeit ist der jetzt nicht so stark. Auch wenn der wirklich super ist. Also der hält auf jeden Fall 8 Stunden bei mir. Aber insgesamt einfach super harmonisch, leicht pudrig. Ein schöner, leckerer, gourmandiger, schokoladiger Duft. Also wenn du Vanille, Schokolade magst, gourmandige Düfte. Ich glaube, die 14 Euro, die tun kein weh oder 14,50. Ich weiß jetzt nicht, ob der Versand noch hinzukommt. Ich glaube schon. Aber das tut wirklich kein weh. Riecht richtig, richtig, richtig gut. Der Duft ist als Unisex-Duft deklariert. Ich finde ja, das muss man gar nicht genau festlegen. Ich persönlich finde den eher weiblich. Mein Freund würde den definitiv nicht tragen. Aber das muss natürlich jeder selber wissen. Und vom Anlass her habe ich den jetzt eher so im Büro oder zur Arbeit oder im Homeoffice auch getragen, so für mich selber. Also wenn man dann so ausgeht, dann würde ich ihn nicht tragen. Das ist eigentlich blöd, weil eigentlich könnte man ihn auch zum Ausgehen gut tragen, finde ich. Aber das ist so ein perfekter Kuschelduft, so fürs Sofa und zum Netflix schauen. Gelistete Duftnoten sind hier weißer Moschus, Milchschokolade, Zimt, Vanille. Zimt nehme ich übrigens eigentlich gar nicht wahr. Nee. Zimt rieche ich da gar nicht raus. Rosen, Sandelholz, auch Rosen rieche ich hier nicht raus. Sandelholz gibt den, glaube ich, so einen schönen, beruhigenden, leicht holzigen Vibe. Wunderschön. Myrrhe, wie gesagt, liebe ich in dem Duft. Amber und würzige Noten. Wunderschön. Kann ich nur empfehlen, den auszuprobieren. Und das ist auch schon die perfekte Überleitung zum Gewinnspiel. Denn vielen, 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 vielen Dank für deinen Support. Ich freue mich darüber sehr und ich würde gerne noch was viel Größeres verlosen. Aber ich verlose heute einen der vorgestellten Düfte. Also darfst du dir gerne einen Duft aussuchen, den du gerne gewinnen wollen würdest. Und alles, was du machen muss, um zu gewinnen, ist ein Abonnent von mir sein und in dem Kommentar in dem Video zu sagen, welchen Duft du gerne gewinnen würdest. Und ich werde dann genau in einer Woche den Gewinner per Zufallsprinzip bestimmen und per Kommentar benachrichtigen und dir den Duft dann zukommen lassen. Und einen extra Bonus sozusagen gibt es, wenn du mir auch auf Instagram folgst. Ich heiße dort Frühstück in der Parfümerie. Ich verlinke es auch nochmal in der Infobox. Und ich poste dort viel Reels, Aesthetics, so ein bisschen Mini-Vlog, Parfum-Style und manchmal auch so ein bisschen Reviews. Ich möchte dort auch mehr machen, aber ich würde mich sehr freuen, wenn du auch auf jeden Fall dort dabei bist. Dann kann ich mal ein bisschen aktiver werden und euch auch in manche Videos mit einbinden. Also folgt mir gerne. Ich werde nämlich in ein paar Tagen noch ein Q&A machen, wo ihr mir Fragen zu this or that stellen sollt. Also zum Beispiel, was mag ich lieber, Vanille oder Kaschmir oder so. Und dann muss ich mich entscheiden und sagen, warum. Oder den Duft und so. Und dann kann ich eure Fragen in ein Video packen. Das möchte ich gerne machen. Deswegen ist es ein extra Benefit, wenn du mir auch auf Instagram folgst und dann eben da auch mitmachst in der Story, wo ich das dann machen werde. Ja, also vielen, 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 vielen Dank nochmals. Ich bin total froh. Ich freue mich total. Und danke dir fürs Zuschauen. Wenn dir das Video heute gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du noch kein Abonnent von mir bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn dir Parfums gefallen und du dich für die Welt der Düfte interessierst, wenn du ein Abonnent von mir wirst und auch die Glocke aktivierst, damit du immer Bescheid weißt, wenn ein neues Video von mir online kommt. Also vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.